Drive time! Can you feel it? Through the table! Oh! So, wer ist jetzt? Rope Break. Ja, gut. Was ein Matchende! Ein Overdrive! Through the table! Und das Match haben wir ebenfalls gewonnen, das freut mich doch sehr. Ich würde fast vor Freude in die Luft springen. Aber ich mache es nicht. Oh, Kane! Kane ist hier! Er ist vielleicht hier, um seinen Royal Rumble-Sieg zu sprechen. Im Moment, ja, im Moment ist es so, dass diese zwei Männer für die Undisputed Championship bei WrestleMania gegeneinander antreten werden. Jeffrey, du bist der Undisputed Champion, aber ich bin der Gewinner des Royal Rumbles. Im Eigentlichen bedeutet, sobald WrestleMania vorbei ist, wirst du bekannt sein als ehemaliger Undisputed Champion. Wee, I'm scared. I'm so scared. Oh, da haben wir schon wieder die... Zwischen wieder Vince McMahon in Schwarz-Weiß, oh Gott. Ich werde in die WWE ich werde Gift in die WWE einspritzen. Genug, um jeden zu töten. falls irgendjemand meine Kreation töten will, dann werden es ich und die NWO sein. New World Order. Kann ich da einen Hulk Hogan riechen? Ein Kevin Nash? Ein Scott Hall? Ist der überhaupt ein Spiel, Scott Hall? War der überhaupt bei der NWO? Ich weiß es doch, klar war der. Scott Hall war bei der NWO. So. Bei der NWO. Hätte ich mir auch denken können mit dem Schwarz-Weiß. Das hätte ich mir echt denken können. Wenn man ein Singles Match ging, The Rock. Klar. Die NWO, New World Order. Ich hab früher immer gedacht, das steht für No Way Out. Aber so war es ja denn nicht. Da! Hollywood Hulk Hogan! Brother! Was hat er zu sagen? Da sehen wir die drei, von denen ich gerade gesprochen habe. Hey, schaut, ihr, checkt das out, oder? Schaut mal hier, es ist Jeffrey. Erinnere dich, ich bin endlich zurück, Brother. Alles klar, da ist jemand. Oh no, der Geistliche, der Geistliche. Der geistliche Divan. Cause I'm Eterion. Oh, Brother! Ich bin sehr beeindruckt von deiner hervorragenden Performance in letzter Zeit. Danke. Hör mir zu. Ich habe das Licht gesehen. Oh ja, ich habe das Licht gesehen. Und der großartige Prophet hat mir das Licht gezeigt. Aber sei nicht entmutigt, my brother. Wir gehen von Stadt rein, das kennen wir doch schon. Oh mein Gott, das will ich nicht mehr hören. Oh brother. God bless you. Danke. Gott segne dich. Aber jetzt Match neigen. Das wäre auch doof gewesen. Wo ist denn hier die Arena? Da ist er. Disco, Disco. Das ist ein TLC-Match bei SmackDown. Wir sind ja hier nicht bei TNA Impact, wo es Full Metal Mayhems Matches gibt. In einer normalen Show. Für alle, die nicht wissen, was ein Full Metal Mayhem Match ist, das ist eigentlich bloß ein TLC-Match. Bloß bei TNA. Das letzte war Jeff Hardy gegen Bubba Ray Dudley. Bully Ray meine ich. Wo Jeff Hardy aus der Show geschrieben worden ist. Weil mir das bekannt ist. Ich verfolge TNA nicht so doll.
aber ich guck's auch öfters mal nebenbei. Nebenbei. Oh, Disco. So, The Rock. I can smell what he's cooking, man. So, kommt der Frankensteiner. Yeah. Ach nee, ist ja mit Disqualification, glaube ich. Das wollen wir natürlich nicht riskieren, mein Gott. Schlimm hier heute. Wir nehmen gerade mal 20 Minuten auf. Bam, bam. Bam, bam. Oh. Zack. Aha, der People's Punch hat nicht gesessen. Eigentlich so gut. Oh, jetzt setzt er aber. Noch nie meine Combo-Moves ausprobiert, oder? Jedenfalls nicht gewissenhaft. Headlock, klar. Hahaha! Spinn's doch. Lässt du mich mal in Ruhe? Nein. So, zack. Achso. Nein, jetzt komm nochmal. Zack. Oh, auch schön. So! Springboard Moonsault! Acai Moonsault! Ich glaub, Acai Moonsault ist vom obersten Seil. Das war's ja nicht. So, habt ihr diese schöne Kombo gesehen? Ich mach das mal folgendermaßen, und zwar, warte. Ihr müsst irgendwie zulaufen und dann Viereck drücken. Und dann springt ihr über euch rüber und dann könnt ihr den Griff ansetzen zum Beispiel. Sieht dann nicht ganz nett aus. Bringt ein bisschen Realismus. Was heißt schon Realismus? In die ganze. Und so kann man zum Beispiel einen Leapfrog machen. So ganz normal. Lauft ihr einfach ein bisschen vorbei. Immer schön Viereck drücken vorher. Falls ihr Shut Your Mouth auch selber spielt. Habt ihr Shut Your Mouth schon mal selber gespielt? Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessiert. Ich weiß von ungefähr. Ich weiß eigentlich bloß von. Von Marc, dass er Shut Your Mouth spielt. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. So, wir haben Finisher. Und ich würde mal sagen, wenn wir schon Hulk Hogan jetzt irgendwie in unserer Storyline mit drin haben, dann machen wir auch mal den Hogan Leg Drop und dann macht den die 360-Kamera. Kurz vor dem Impact. Wenn ich es nicht vergesse. Ich kenne mich da ja ganz gut. So. In die Seile! Und er springt! Oh Gott, Leg! Leg! Oh, 360 Spin! Oh, did you see that? Did you see that? And the cover! 1, 2, 3! Alright. So wollte ich das haben. Oh nein, die NWO! Oh Gott! Verdammte NWO, es ist 3 gegen 1! Oh. Sind wie ein Pack Wölfe im Ring. Oder ein Rudel von Wölfen. Mit dem Sledgehammer mit der falschen Seite. Was haben sie jetzt vor? Oh nein! Was werden sie jetzt tun? Werden sie etwa NWO auf mich raussprühen? Ich mach dann nochmal die Air-Gitarre. Oh. Das ist fürchterlich. Man sieht gar nichts. Oh, da steht jetzt etwa NWO drauf. Ich kann es nicht glauben. Sie haben NWO auf seinen Rücken gesprüht. Bla, danach konnte ich nicht mehr lesen. Das ist der Anfang eines Krieges. Aha. Eines Krieges. Aber endlich mal eine gute Storyline. NWO. Was will die nur von uns? Sind die nicht gerade in der... Ja, die sind auch in der Zeit so debütiert, 2002, ne? Also in der WWE. Nicht bei der WCW. Da war es ja schon vorher. Glaube ich. Ja, aber klar. 2002 gab es ja die WCW gar nicht mehr. Und wir haben gar kein Match. Auch schön mal. Vielleicht haben wir mal einen Abend frei. Muss mal einen Schluck trinken. Vielleicht kommen jetzt nochmal Vince McMahon. Jetzt. Verliert
Nunchuck! Süß. Hey! Weißt du, was welcher Tag heute ist? Es ist Valentinstag, Billy! Oh! Hab das für dich gemacht. Die schmecken richtig gut. Ich hoffe, du magst sie. Oder ich weiß nicht, was er gemacht hat. Oder magst es oder ihn oder was für sie. Jeffrey sieht so aus, als hätte er Sam etwas in sein oder hätte er etwas zu sagen. Hat er das Gemälde, nein, das Bild, das Paint, das ist die Sprüherei von seinem Bag abgewaschen. Farbe kann abgewaschen werden, aber diese Fehde mit der NWO läuft nicht weg. So, oh, da sind sie wieder. Ah, here we go again. Diese verdammte NWO ist hier. Sie versuchen, einen von den WWE Superstars. I'm trying to kill off the. Achso, sie versuchen, die WWE Superstars einzeln zu töten. ich wundere mich, was Jeffrey gerade denkt. Willst du etwas von mir haben? Do you want a piece of me, Hollywood? Nash is trash, you want some? Ah, X-Pac ist das. Entschuldigung, aber war nicht Scott Hall in der NWO? Ah, ist egal. Mein Fehler. Ja, wenn er will, ich mir gleich mit dem Hulkster anlegen. Was gibt dir den Glauben, dass du in meiner Liga bist, Brother? Nash, kümmere dich um diesen Schimpansen. Oh Mann, nein, ich will aber gegen Hollywood. Mein Gott, das haben wir doch ein Match. Ich dachte, wir haben frei. Och Mann. Hallo? Ah, da ist schon wieder der Olle. Nee. Diesmal nicht. Heute nicht, mein Freund. Brother Demon. Bubba Ray mit Spike. Verliert ein Match. Und er hat auch sogar ein Match. So, da will ich gerne hin. Ein Singles Match gegen den guten Kevin Nash. Yeah. My daddy, yeah. Ich warte immer noch gespannt auf das neue Album von Cheera. Kommt Anfang Mai raus, soweit ich weiß. Duct Tape oder so heißt das. So, zack, 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 zack. Fuck! Fucking Bullshit! Bam, 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 bam. Und raus mit ihm. Schade, ich dachte, jetzt mache ich Moonshot ins Leere. Nach draußen, aber so war es leider nicht. Und dann kommt ein Russian Leg. Da kommt ein Russian Leg Sweep. Na hahaha, gekontet. Er ist aber auch groß, der Man. Monkey Flip! So, machen wir mal einen Corkscrew Moonsault. Mal sehen, ob er ankommt. Ein bisschen. Ein bisschen, aber es reicht. Für etwas. So, das haben wir nochmal ordentlich angesetzt. Nein. Oh, Power Slam! My God. Pump Handle into Power Slam again. Oder Front Slam. Okay, der ist hier wirklich on fire, der Mr. Nash. Da. Jetzt geht's nochmal an die Seile, würde ich sagen. In den Turnbuckle. So nochmal. So, jetzt aber. So. Was wird das jetzt? Ein Superback Suplex. Der liegt schon richtig flach. Das gefällt mir. Homo. Und wir haben Finisher. Oh oh. I can smell it. Ich laufe immer an ihm vorbei. Take this. Hahaha. Oh Mann, ich habe schon wieder L1 zu oft gedrückt. So. Bam. Ich muss ein bisschen wegschieben. So.
Weil wir kann man, also man kann ja hier leider noch nicht die Gegner wegziehen. Muss man ihn einfach ein bisschen wegschieben. So ist das, ne? Und wir haben gewonnen! Wenn ich das richtig sehe, ja, haben wir. Schön. The best. Tja. Oh, oh. 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 Die NWO kommt in den Ring, sage ich jetzt mal. Ist nicht ganz, was gesagt wurde. Was ein Pack von Feiglingen.